Ja, hier so. Nee. Gib dir Brief und Siegel, dass du beim nächsten Mal da oben, beim Rausgehen, da oben liegst. Gib ich dir jetzt schon Brief und Siegel. Halt mal schriftlich fest. Ja, warte ab. Dann kannst du mal beweisen, was du denn drauf hast. Mach ich. Aber andersrum muss ich dich auch mal loben. Ich meine, du hast nicht nur große Klappe, das, was du bis jetzt gemacht hast, hast du in Ordnung. Du warst schon okay. Aber wir kriegen dann noch anders hin. Okay? Wenn du nächstes Mal kommst, wir wählen. Ich meine, ich will ja nicht nur schlecht über dich reden. Also, das, was du gemacht hast, war wirklich. Davon erzählst du dein E-Mail noch. Stand nichts auf dem Zettel bei Sven, ne Sven? Ja. Deswegen war es ja auch gut. Oh, schön eingefangen. Ja, ja, gut. Die kommt von alleine zurück. Naja, bei Danny war von hinterm. Du bist dicht dran da vorne. Und wenn jetzt das Regal zu ist, hast du ihn gleich. Nee, das machen wir jetzt nicht. Dann sind jetzt ein Schmerz. Ja, das ist der Ecke noch. Aber ziemlich dicht dran. Tür umgewählt. Oh Gott, muss wieder die Tür zu machen. Sind doch alle dicht, ne? Sie bleiben da auch sitzen, ja? Die kommen jetzt nicht wieder zurück? Gleich nicht mehr. Jetzt sitzt es eigentlich auch direkt schlecht für 50 Euro, ja. Warum hauen die jetzt da hinten wieder? Da ist doch dasselbe jetzt wieder in grün, oder? Genau. Jetzt ist eingekesselt. Ja. Genau das Problem hatte Danny dann vorhin auch. Ja, das ist... Ja. Du musst zurück. Die müssen raus da. Das geht einfach nicht. Du musst jetzt davon aussehen, das Regal fällt jetzt um. Dann ist der Weg total versperrt, dann geht gar nichts mehr. Ja. Und jetzt noch hinten. Oder sag mal die Flaschen, wenn die jetzt explodieren. Ja, dann hast du ja nirgends so Schutz.
Aber wir holen sie raus jetzt. Machen wir. Ja, wir locken sie schon. Na? Ah, ja, das ist aber intensiv an den Flaschen. Das ist schon mal viel wert. Das, ja. So, jetzt haben wir jetzt nämlich drei Feuer. Jetzt wissen sie gar nicht mehr. So, und du? Viel mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Eine Durchzündung. Nee, die kriegst du nicht mehr hin. Die kriegst du nicht mehr hin oder so. Das ist vorbei. Ja. Ja, aber guck mal, das geht gar nicht. Die sitzen jetzt mittendrin, die werden quasi jetzt gepackt. Jetzt haben wir Fülle. Jetzt haben wir Fülle. Ja, das heißt überhaupt bestimmt. Die letzten. Jetzt können wir das ja auch wieder ausmachen. Bei Danny hat das dritte Feuer gewirkt. Der ist jetzt noch zurück. Okay. Also so, normalerweise bist du auch nicht so dicht an den Gasflaschen. Nee. Der bleibt wirklich stur vor dem Regal sitzen, ja? Er kämpft. Oh, du beißt dich gut durch, kannst du nicht meckern. Ja. Er will unbedingt. Ah, er schießt sich selber damit. Das kann er. Hat er auch nicht so. Ja, ich bin flexibel. Wir sind auch leider zurück. Oh, ihr müsst zurück, euer Schlauch brennt hier durch. Euer Schlauch brennt durch. Das ist so eine richtige Kampfsache, das siehst du ihm schon an, wie er da losgeht. Aber ist ja gut, wenn du auf das Platz da vorhanden, das war nicht so schön. Mal sehen, was der zweite braucht. So, jetzt die Arme hoch. Und das wird, das dann wird gut gleich warm. Heiß. Dann Handschuhe. Ja, genau so. Wie wünschen wir das? Ja. War das schon alles? Oh, er kann nicht mehr. Ja gut, irgendwann schwinden die Kräfte. Ja, wollen wir aufhören oder? Oh, er hockt jetzt. Ich wollte gerade sagen. Ich werde leider um, oder? Pass auf. Moment.